Ihr seht, ich habe wieder meine Schlaumeier-Brille auf. Das heißt, es ist heute wieder an der Zeit, eure Buchfragen zu beantworten. Und ja, vielleicht sollte ich das noch so netterweise vorweg sagen. Es gab letztes Mal ein paar Beschwerden über mein Outfit. Der Pulli war so gammelig und alt und das tut mir auch voll leid. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was ich jetzt noch machen soll, damit ihr zufrieden seid. Und also ich kann schon nachts gar nicht mehr schlafen deswegen. Also... Ich drehe jetzt nackt, bis ihr aufhört zu meckern. Nein, so gern ich euch auch habe, diesen Tag werdet ihr nicht erleben, an dem ich mich nackt vor die Kamera stelle. Ein schulterfreies Top reicht mir dann doch. Oder eben mein unglaublich altes Holzfällerhemd. Ich liebe es. Deal with it. Aber gut, so viel zu meinen Klamotten. Ich hoffe, das muss nicht nochmal thematisiert werden. Es geht heute um Buchfragen. Und diese Spiegelung in der Brille nervt echt total. Egal. Deswegen kram ich mir mal eure Fragen raus und lege los. Die erste Frage knüpft direkt an mein allererstes Buchfragen-Video an. Und zwar habe ich da ja vorgestellt, dass der nächste super Hype in der Buchwelt fliegende Weltraumschweine werden. Und ich weiß nicht warum, ich wirklich so unglaubwürdig oder irgendwie so. Meine Argumente waren absolut logisch und ich habe es euch prophezeit. Ihr wolltet natürlich trotzdem unbedingt wissen, ob es dazu schon ein Buch gibt. Und ja, gibt es. Also es ist ein Graphic Novel, ein Comic, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber gibt es. Also hier, Space Pig. Hamadeus. Weiter geht es gleich mit Frage Nummer 2. Und zwar habt ihr mich gefragt, was mein liebstes Buchformat ist. Und jetzt dachte ich natürlich ganz klar, ich soll entscheiden zwischen Hardcover und Taschenbuch. Aber das wäre ja zu einfach. Ihr seid ja intelligente Menschen. Und deswegen habt ihr mich gefragt, welche Maße das Buch haben sollte. Und ich habe mal ein bisschen überlegt und bin zu dem Entschluss gekommen, dass mein Lieblingsformat Bücher sind, die genau die Größe 13,7 x 15,28 cm haben. Alles andere kommt mir nicht ins Regal. Es muss wirklich genau dieses Maß sein. Geht euch doch bestimmt genauso. Dann kam erstaunlicherweise eine wirklich ernst gemeinte Frage, und zwar, wenn Bücher aussterben würden, welches Genre würde zuerst aussterben? Ich habe mir da lange drüber Gedanken gemacht, weil... Ich meine, was wird denn gerne gelesen? Chicklit wird gerne gelesen, Fantasy wird gerne gelesen, Erotikromane werden gerne gelesen, Krimis, Thriller. Es ist schwierig jetzt zu entscheiden, was davon als erstes aussterben würde. Aber ich habe mal wieder knallhart recherchiert, die Fakten zusammengetragen und bin zu dem Schluss gekommen. Also macht euch darauf gefasst. Ich weiß, das ist schwer zu verkraften, weil wir alle diese Bücher lieben. Aber ich denke, die ersten, die aussterben werden, sind... Liebesgeschichten über Seekühe. Das geht so. So schnell. Ihr solltet noch so schnell es geht, bevor die Bücher aussterben, alle bestellen, die es dazu gibt. Das ist bestimmt ein Vermögen wert, wenn es die nicht mehr gibt. Schnell! Los, bestellt Seekuh-Liebesgeschichten! Ich sag's noch einmal. Also es geht so. Und plötzlich findet man nichts mehr dazu. Als hätte es diese riesengroße Sparte nie gegeben. Dabei... ist sie in unser aller Herzen tief verankert. Dann kam eine wirklich herzzerreißende Nachricht bei mir an. Und zwar hat mir ein junger Mann geschrieben, dass er schon ein bisschen länger versucht, mit seiner Freundin Schluss zu machen. Die ist eine absolute Leseratte und er dringt gar nicht zu ihr durch. Also sie sitzt da und liest und er steht vor ihr und wedelt mit den Händen und sagt, du, hör mal, ich will Schluss machen. Also es ist vorbei und sie merkt es gar nicht. Und jetzt war seine Frage, ob ich vielleicht einen Tipp habe, weil ich ja auch eine Leserin bin, wie man da durchdringt. Und natürlich habe ich einen Tipp. Hört mal, also wirklich, Dr. Sommer ist ein Spaß gegen mich. Also, sie ist Leserin. Lad sie zum Essen ein und dann schenk ihr dieses Buch. Und die letzte Frage für heute dürfte alle interessieren, die von Douglas Adams die Per Anhalter durch die Galaxis-Reihe gelesen haben. Und zwar hat mich einfach jemand gefragt, 42? Denken wir mal nach. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bücher gelesen habt, aber eigentlich ist 42 die Antwort und nicht die Frage. Und jetzt weiß ich nicht, ob du die Frage zur Antwort willst oder ob du
eine Antwort auf die Frage 42 willst. Also 42 ist zum Beispiel 6 mal 7. Die Quersumme ist 6. Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein. Die Frage zur Antwort 42, die könnte ich dir jetzt natürlich geben, aber das wird ja irgendwie die ganze Buchreihe zerstören, weil Douglas Adams hat mir das im Vertrauen erzählt und er war ein bisschen betrunken, als wir diese Unterhaltung hatten und ich weiß nicht, ob ich das weitererzählen darf, deswegen lasse ich es einfach. Ja, es tut mir leid, ich scheine es heute mit dem Trollface zu haben. Wie wäre es, wenn ihr mir eure Fragen stellt? Dann kann ich nächstes Mal wieder ein paar beantworten. Und es müssen keine Fragen sein, die mich betreffen. Also nicht sowas wie, magst du das und das oder hast du schon das und das gelesen? Ihr könnt mir wirklich ganz generell zu Büchern Fragen stellen. Ich gebe auch gerne Dr. Sommer Lebenshilfe-Tipps. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, tobt euch aus. Ihr könnt mich auch über E-Mail, Ask.fm, Facebook und Twitter erreichen. Ja, und ansonsten sage ich mal, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich muss mich jetzt nämlich langsam auf den Weg machen nach Köln. Dort findet heute eine Lesung statt. Wir haben nämlich Freitag, also ich drehe am Freitag vor. Und deshalb macht's gut!